Mit Forza Motorsport, Forza Horizon oder Halo konnte Microsoft bisher nicht so gut punkten und kämpft immer noch damit, mit Sony aufzuschließen. Ob sie jemals mit Sony aufschließen, das sei an dieser Stelle mal dahingestellt. Aber ich glaube, dieses Jahr 2042 wird ein recht gutes Jahr für Microsoft, weil unter anderem die Akquise von Activision Blizzard King einiges zumindest in den Game Pass einspeisen könnte. Und dann sind da auch noch ein paar Titel angekündigt, die ja kein The Last of Us sind, kein Uncharted und so. Aber ich glaube, Microsoft kann jetzt dieses Jahr endlich mal zeigen, was sie gaming-technisch können und gehen dabei auch ein bisschen den Weg der Exklusivität. Wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder einfach mal Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Kevin, aka Pronook2k, und ich möchte in diesem Video mal über Microsoft bzw. Xbox Gaming und das Ganze drumherum sprechen. Ich denke, einige von euch da draußen werden mitbekommen haben, dass Microsoft vor, ich glaube, jetzt fast 2 Jahren Activision Blizzard gekauft hat, bzw. Activision Blizzard King und weiß ich, was da noch dran hängt. King ist ja ein Mobile-Entwickler. Vom Mobile habe ich keine Ahnung, ich weiß nicht, was das Gaming angeht, deswegen werde ich darüber nicht sprechen. Aber wir werden mal sprechen über eine Akquisition, die sie schon vor einigen Jahren getätigt haben, nämlich Bethesda. Da wird was kommen über Activision. Gut, und Blizzard, weiß man nicht, inwiefern das dieses Jahr reinspielen wird, aber ich erwarte da einiges. Einiges ist schon bestätigt, aber da werden auch ein paar Dinge sein, die ich glaube, die kommen, die einen guten Aufschwung für Microsoft in Sachen Gaming bedeuten. Und welche das sind, die erläutere ich dann später noch. Ich gehe aber erst mal mit euch so die Spiele, die jetzt in der Developer Diaries oder wie das hieß, angekündigt wurden, die dieses Jahr schon erscheinen sollen, wovon ich ursprünglich Visions of Mana schon für einen Exklusivtitel gehalten habe. Aber das traut sich Square Enix nicht, einen Exklusivdeal mit Microsoft einzugehen. Das kommt auf allen Plattformen, deswegen lasse ich das hier außen vor. Aber es gibt da so das Highlight für mich mit einem großen Namen, das eventuell schon mal für Aufmerksamkeit sorgen könnte, weil auch das Studio dahinter schon bewiesen hat, dass es gute Arbeit abliefern kann. Ja, die Rede ist natürlich von Indiana Jones and the Great Circle, beziehungsweise der große Kreis. Auf Deutsch klingt das ein bisschen albern. Aber wir haben ein Indiana Jones Spiel von Machine Games. Die sind zuletzt, auf diesmal zuletzt aufmerksam geworden durch Wolfenstein, The New Colossus und The New Order, also diese Neuauflagen von Wolfenstein. Die machen jetzt aus der Ego-Perspektive auch ein Spiel mit dem bekannten Archäologen Indiana Jones. Zeitlich irgendwie zwischen zwei Filmen angesiedelt, zwischen welchen weiß ich jetzt gerade, während ich das spreche, nicht, aber kann ich euch gerne einblenden. Geht es darum, Nazis zu verprügeln in Ego-Perspektive und Rätsel zu lösen und so weiter und so fort. Ja, da kann man jetzt mutmaßen, warum wird das aus Ego-Sicht, vielleicht wäre das Third Person besser. Man hat schon in dem Trailer gesehen, dass sie ihm das ikonische Gesicht von Harrison Ford verpasst haben. Klar, da geht grafisch bestimmt noch ein bisschen mehr, aber ich finde das alles schon sehr schick, zumal man ja wahrscheinlich so die Gesichter jetzt nicht so fürchterlich häufig sieht. Wermutstropfen. Meiner Meinung nach und wahrscheinlich für viele. Wir haben weder im englischen Originalsprecher noch im deutschen Originalsprecher von Harrison Ford. Im englischen soll es sein, weil Harrison Ford selber nach dem letzten Teil mit dieser Rolle abgeschlossen hat, was wohl auch Synchronisationsarbeiten einbezieht. Warum wir im deutschen nicht den richtigen Sprecher haben, weiß ich an dieser Stelle nicht. Ich bin aber nichtsdestotrotz relativ freudiger Dinge, dass Machine Games hier ein schönes Spiel abliefern kann. Mit einer ikonischen Figur und hoffe, dass Indiana Jones and the Great Circle, was nur, ja, ich sag mal, Microsoft-exklusiv ist, also nur für die Xbox oder für den PC, in meinem Fall wahrscheinlich werde ich es auf dem PC spielen, je nachdem, wie gut es läuft, dass sie da ein gutes Spiel abliefern und dass das schon mal, ja, mal ein namhafter Exklusivtitel wird, den wir 2024 definitiv zu sehen bekommen, also so definitiv wie Ankündigungen heutzutage halt sind, aber es ist für 2024 angekündigt und das ist schon mal so ein Klopper, der Microsoft Gaming technisch mal wieder so ein bisschen auf ein höheres Niveau hebt. Nicht für jeden was, mich hat aber schon die 2020er Variante durchaus interessiert. Ich habe es bisher aber nie gespielt. Es ist aber optisch ein Leckerli und es hat seine Fanbase und bekommt 2024 auch noch einen Ableger, nämlich der Flight Simulator. Alles, was man im Flight Simulator 2020 gekauft haben soll, soll man auch in 2024 spielen können. Ansonsten ein paar neue Events, ein paar Sportflugzeuge, ein bisschen detailliertere Grafik und was weiß ich. Also ich kann euch da zum Flight Simulator nicht viel sagen. Wenn, denn würde ich da nur casual mit allen möglichen Flughäfen rumfliegen wollen.
um einfach nur die Grafik aufzusorgen. Bisher habe ich das aber tatsächlich nicht getan. Und ich denke, jetzt verkneife ich mir das auch, bis die 2024er-Version auftaucht. Auch das natürlich PC und Xbox exklusiv ist jetzt nicht das, was die Leute wahrscheinlich an die Konsolen lockt, jedenfalls nicht viele, weil ich denke mal, Flugsimulatoren sind generell eine spezifische Gruppe. Aber nichtsdestotrotz schön, dass das immer noch weitergeführt wird, denn nach meinem beschränkten Wissen, glaube ich, gibt es da gar nicht so viel Alternativen zum Flight Simulator, was man da draußen spielen kann, was halt nicht kriegsbasiert ist. Und dementsprechend auch das ein Titel, exklusiv und durchaus namhaft und groß. Schauen wir mal, was daraus wird. Ein Titel, der schon, also einer von zwei Titeln, der eine lange Entstehungsgeschichte hat und naja, nicht durch Verschiebung glänzt, aber zumindest dadurch, dass man nie einen wirklichen Release-Date bekommt, ist Hellblade 2. Ich habe zwar den ersten Teil nie beendet, ich habe ihn gespielt, aber nicht beendet, war damals schon optisch eine Wucht, weil mit Motion Capturing und die Mimik und das dem allen gearbeitet wurde, natürlich auch mit den ganzen, mit den Stimmen, die Senua da vernimmt und so. Und da ist natürlich jetzt 2024 ähnlich angedacht, dass Hellblade 2 auch erscheint. Da Wermutstropfen für manche Menschen. Soll nur digital erscheinen für 50 €, glaube ich. Ist ja von. Ach, ich weiß gerade nicht, wie das Spiel heißt. Es war damals ein Indie-Hit, jetzt mit Budget von Microsoft dahinter. Und sieht nach den Trailern, die man bisher mal so gesehen hat, schon ganz schön üppig aus. Die Frage ist, was da gameplay-technisch so zu erwarten ist. Da war ja so, der erste Teil war jetzt gameplay-technisch auch nicht so das Nonplusultra, sag ich mal, aber hat halt grafisch und inszenatorisch geglänzt. Und ich denke, da bekommen wir mit Hellblade 2 auch einen tollen Ableger, der wieder Microsoft exklusiv, sprich PC und Xbox. Und ja, schauen wir mal. Die einzige Wermutstropfen, die ich da immer sehe, ist, wenn es auch für die Series S gemacht werden soll, wie gut kann dann die Variante für den PC, sprich Xbox Series X aussehen. Aber ich denke, das werden die hinkriegen. Team Ninja ist es, glaube ich, oder nicht? Ach, ich weiß es nicht. Ich will da nichts, keinen Schwachsinn äußern. Auf jeden Fall, Hellblade 2 soll wohl dieses Jahr 2024 auch endlich erscheinen und auch wieder durchaus für manches Klientel ein Kracher im Microsoft-Lineup. Was ich gar nicht Xbox-exklusiv auf dem Schirm hatte, dennoch aber schon eine ganze Weile mitverfolge, obwohl ich den ersten Teil auch nie ausgiebig gespielt habe, da aber viele Menschen anscheinend darauf warten, schwierige Entwicklungsgeschichte aufgrund des Krieges in der Ukraine, Stalker 2, wie heißt das eigentlich, Heart of Chernobyl? Ich komme bei den ganzen Chernobyl-Titeln langsam durcheinander. Der Original-Stalker hatte ja nochmal, hatte glaube ich insgesamt drei Teile. Call of Pripyat, nach wie sie alle hießen. Ich weiß, dass draußen der Basti da sitzt, der Hümi, und sagt, geil, hoffentlich. Das wurde jetzt erneut verschoben, weil wohl die Demo, die auch vorgeführt wurde auf der Gamescom, noch nicht sonderlich ausgereift war. Dementsprechend jetzt nochmal auf Ende des Jahres verschoben. Es steht in den Sternen, ob die es nochmal verschieben. Wenn die es aber nicht tun, erscheint mit Stalker 2 ein Open-World-Survival-Shooter mit grandioser Grafik, anscheinend toller Story, schöner Inszenierung und ein Titel, wo viele Menschen lange drauf warten. Und wieder ein Titel fürs Microsoft-Portfolio. Noch nicht mal ein Studio, das ich bei Microsoft angeordnet hätte. Vielleicht erzähle ich hier auch Blödsinn und stelle bei den Recherchen während des Videos fest, dass Stalker gar nicht exklusiv ist, aber ich bin der Meinung, ich hatte nachgeguckt, auch ein Exklusivtitel, wie auch immer Microsoft sich den hat sichern können oder sichern wollen. Ich meine, im Regelfall mit Geld ist da jeweils noch ein Spiel, das uns erwartet. Das mich potenziell vielleicht auch interessiert, wobei tatsächlich so diese diese Survival-Aspekte mich meistens von den Spielen abschrecken. Großer offene Welt. Wir schauen mal, was uns da erwartet und ob es uns tatsächlich 2024 erwartet. Den letzten Exklusivtitel, den ich hier jetzt auf der Liste habe, der wohl definitiv dieses Jahr erscheint, ist Avowed. Eine Art Skyrim von Obsidian, die ja schon andere Rollenspiele gemacht haben. Wie hieß denn das, was sie zuletzt gemacht haben? Ich weiß nicht. Das war also auch so eine Art Fallout. Es sind ja wohl Ex-Fallout-Entwickler. Was ironisch ist, weil eigentlich hat Microsoft alle Leute, die damals an Fallout gearbeitet haben, unter einem Dach und könnten die zusammentun, um ein Spiel zu entwickeln. Aber das hat sich wohl so nicht ergeben. Jedenfalls Avowed. Ego-Perspektive, Fantasy-Adventure, das keine offene Welt haben soll, sondern nur offene Areale mit Magie fuchteln, mit Schwertern fuchteln hat, wie man so aus Skyrim so ein bisschen kennt, ist jetzt nicht unbedingt auf meiner Beobachtungsliste. Habe ich nur wahrgenommen durch dieses Developer Diaries oder durch diese Developer Diaries, dass es dieses Jahr auch erscheinen soll. Damit haben wir, lass mich zählen, 5 Exklusivtitel theoretisch, wenn ich mich nicht verzählt habe, die dieses Jahr 2024 schon erscheinen sollen, was ungefähr
übertrieben gesagt, vier mehr sind, als Microsoft sonst so abliefert, weil ich glaube, letztes Jahr hatten sie Forza Motorsport, das Jahr davor Halo, glaube ich, und Halo ist ja auch so, kommt in der Fanbase ganz gut an, aber auch wiederum nicht, hat viele falsche Zeichen gesetzt. Wie die Mossai About könnte ein interessantes, gutes Spiel werden. Skyrim habe ich durchaus gerne gemoddet, weniger gespielt. Wenn es ein Game Pass-Spiel ist, kann man da ja mal reinschauen. Das ist ja auch so ein Aspekt bei vielen dieser Spiele, dass sie wahrscheinlich Day One in Game Pass kommen, weil Microsoft. Wobei ich mich da mal frage, wie sich das finanziell lohnt, um dann das nächste Spiel, um das Geld zu haben für die nächste Spielentwicklung. Aber das sind Sachen, die muss Microsoft auf ihren Charts durchkalkulieren. Wir als Spieler hoffen einfach nur, dass wir die Spiele bekommen. Wenn ihr keine Xbox Game Pass besitzt, dann kauft man sich das schon. Ich sag mal so, Indiana Jones wäre ein Spiel, das würde ich mir auch kaufen. About definitiv nur so ein Game Pass-Titel. Auch sonst wissen wir ja noch nicht, was alles dieses Jahr ins Game Pass kommt, aber ich habe da noch eine Vermutung. Ja, springen wir zum letzten Aspekt dieses Videos, den Game Pass. Man sollte noch nicht allzu viel davon erwarten, dass jetzt Activision Blizzard mit zum Microsoft-Konglomerat gehören, aber ich erwarte dennoch einige Titel. Wenn man vielleicht, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wenn ihr den Game Pass besitzt, nach der Akquisition von Bethesda sind so Titel wie Doom, Doom 2, Doom 64, Wolfenstein 3D, was anno dazu mal sogar noch indiziert war, die sind in den Game Pass gewandert und sind zumindest auf dem PC spielbar. Auf der Konsole habe ich da nie nachgeguckt, weil ich wollte eigentlich immer mal den Game Pass Bibliothek auf der Konsole angucken, weil da auch noch andere Titel sind als auf dem PC, aber auf dem PC sind es schon eine Menge. Und warum ich das erwähne, ist, weil ich glaube, dass Activision und Blizzard einige alte Marken haben, die sich relativ schnell einer Frischzellenkur unterwerfen lassen könnten. Also viele davon werden wahrscheinlich sogar schon so auf PC spielbar sein, aber einfach so ein bisschen so GOG-mäßige Überarbeitung, dass sie heutzutage auf aktuellen Systemen spielbar sind oder auf der Konsole spielbar sind, also dementsprechend eine Konsolensteuerung vielleicht implementieren. Ich glaube, das alles dauert nicht so lange, weswegen ich darauf komme, dass Dinge in den Game Pass bekommen würden, wie, keine Ahnung, Hexen und Heretic zum Beispiel. Reißt auch nicht jeden hinterm Ofen hervor, aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass wir im Jahr 2024 sind wir, die ersten Call of Duties erleben werden, die ein bisschen überarbeitet in den Game Pass kommen. Auch das wird gerade so die Call of Duty Bubble wahrscheinlich nicht hinterm Herd hervorlocken, weil viele das schon gespielt haben. Man darf aber auch nicht vergessen, dass auch dieses Jahr das neue Call of Duty mit 4 Jahren Entwicklungszeit von Treyarch kommt und auch das denn schon unter dem Label mit von Microsoft. Das wird zumindest finanziell einiges bei denen auf den Kopf stellen. Nun ist natürlich Call of Duty kein Exklusivtitel, aber ich denke, da werden einige Sachen aus dem alten Portfolio von den alten Marken aufgearbeitet 2024 in den Game Pass eintrudeln. Ich kann da jetzt keine speziellen Namen nennen, aber ich sage mal so zum Beispiel, das haben vielleicht manche von euch gar nicht auf dem Schirm, dass Microsoft jetzt mit Division und Blizzard quasi auch Crash Bandicoot hat, Spyro the Dragon hat, Tony Hawk hat. Das alles so Titel, die vielleicht den Weg in den Game Pass finden. Da muss man ja noch nicht mal viel machen, außer die einfach einzubinden und vielleicht eine Cloud-spielbare Version zu basteln. Aber das sind so technische Aspekte, da bin ich jetzt nicht so firm, was das angeht. Alles in allem glaube ich, dass wir vielleicht sogar noch ein paar Shadow Drops erleben dieses Jahr von Microsoft. Würde mich nicht wundern, vielleicht einige Titel, die bei Microsoft entwickelt sind, von denen wir noch keine hundertprozentigen Release-Dates haben. Ich weiß nicht genau, wie Microsoft da arbeitet, wie sie das propagieren. Ich habe hier auf der Liste auch noch Ark 2, das im Trailer mit Vin Diesel geworben hat. Wie weit die Entwicklung ist, weiß ich nicht, aber ich denke, das werden noch ein paar Titel wird es noch geben im Laufe des Jahres, zusätzlich zu denen, die schon angekündigt sind. Die wahrscheinlich auch sogar, ich weiß gar nicht, ob Visions of Mana, was jetzt nicht unbedingt mein Highlight ist, aber sicherlich für Finchy, ob die in Game Pass kommen. Und ich sag mal so dahingestellt, jetzt speziell auf Fall Finchy, ich glaube, selbst wenn es in Game Pass kommt, er wird sich das kaufen und nicht im Game Pass spielen. Aber er wird sicherlich einige geben, die nicht so die Digitalverweigerer sind. Ich frage mich zum Beispiel, es gab einige, die bei Alan Wake 2 gemeckert haben, dass es nur digital erschien und trotzdem haben es sehr viele gespielt. Auch ich glaube, die Menschen, die digital nicht kaufen wollten. Und ich denke, genau das Gleiche wird bei Hellblade 2 auch passieren. Ihr müsst euch einfach daran gewöhnen, dass zukünftig mehr Spiele nicht mehr physisch erscheinen werden oder vielleicht, wenn sie erstmal nur digital erscheinen, dann wieder bei irgendwelchen 8-Bits, Strictly Limited und wie sie alle heißen. Das jedenfalls mein kurzer Senf zu Microsoft Gaming im Jahre 2024. Ich glaube, können jetzt ein bisschen aufschließen, können jetzt mal ein bisschen beweisen,
dass sie es endlich mal schaffen, Spiele selbst zu produzieren. Also ja, nicht Microsoft Games an sich. Ich weiß gar nicht, ob es Microsoft Game Studio an sich noch gibt. Und wenn ja, was die machen, kann mir ja, wenn das jemand weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Auch was ihr glaubt, welche Spiele wir vielleicht 2024 im Game Pass erwarten könnten. So, seid ihr überhaupt Xbox- bzw. PC-Spieler? Ich denke mal, viele sind hier irgendwie im Sony-Lager. Einige Menschen sind auch einfach breit aufgefächert, so wie ich, und haben einfach alles drei. Wobei ich sagen muss, jetzt mit Aufrüstung des PCs verliert die Xbox ein bisschen an Relevanz. Wobei da, wie gesagt, müsst ihr die Bibliothek nochmal durchforsten. Gibt sicherlich einige Spiele, die sich da dann besser spielen lassen, die da auch im Game Pass sind, die ich auf dem PC gar nicht zur Verfügung habe. Wie dem auch sei, gerne alles, was euch dazu einfällt, eure Meinung, eure Spielevorschläge, worauf freut ihr euch? Werdet ihr irgendwas von dem, was ich hier aufgezählt habe, was bei Microsoft zu erwarten ist, überhaupt spielen? Haut mir gerne alles unten in die Videokommentare. Und ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Bedanke mich fürs Zusehen oder Zuhören, je nachdem, wie ihr dieses Video jetzt konsumiert habt. Und sage tschüss, bis zum nächsten Video.